zusammen. Ich bin heute oben in St. Gallen gewesen, auf dem Roten Platz, und habe mich mit den Jugendlichen unterhalten, die dort waren. Das heisst, sie haben mir ein bisschen erzählt, was gestern oben war, ein Teil vor und nach der Kamera. Die Videos spielen jetzt gerade einspielen. Und ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, die Jugendlichen sind von St. Gallen, die sind heute oben auch dort gewesen, und die sind ja freundlich, respektabel, anständig gewesen. Vielleicht auch übermütig. Ja, wer ist das nicht, wenn man jung ist? Oder? Also, ich kenne es aus eigener Erfahrung, da kann man auch auf dumme Ideen kommen. Mal. Verhältnismäßigkeit. Es ist immer so schwierig zu entscheiden, wer hat wo angefangen, wer hat was gemacht und so. Eins ist auf jeden Fall sicher. Es sind ein Haufen Jugendliche aus der ganzen Schweiz angereist, das haben mir einige gesagt. Die sind aus Zürich und Bern und aus der ganzen Gegend angereist. Ich frage mich einfach einmal, warum? Ich kann mir vorstellen, in Zürich und in Bern sollte es eigentlich auch so einen Treffpunkt geben. Warum geht man denn auf St. Gallen? Vielleicht, weil es lässig ist? Ich weiß es nicht. Ich habe bis heute Abend nichts gewusst von einem roten Platz in St. Gallen. Ich habe immer gemeint, dass ich in Moskau. Aber ich finde es bedenklich, dass die Jugendlichen heutzutage keine Perspektive mehr haben. Die können nicht in den Ausgang gehen, auch einmal austoben. Ja, ihre Ausdauer von einem anderen Tag Grindwein haben. Das ist doch denen auch ihr Recht. Ich sage nicht, dass man das muss machen, oder? Aber man muss doch sein Leben können leben, oder? Und da finde ich es einfach ein bisschen verrückt, dass die Perspektiven weggehen. Sie können nur noch arbeiten, schlafen, Schule. Und wenn es irgendwo so privat ein paar Zimmer sind, heisst es auch schon wieder, Distanz und hast nicht gesehen und so Zeugs. Ich finde es ein bisschen übertrieben, was passiert. Und ich hoffe für alle zusammen, die ich heute oben gesehen habe, dass sie die Möglichkeit haben, so möglichst bald wieder öffentliches Fuhr in den Ausgang zu gehen. Das wäre übrigens nicht das Dümmste. Was soll man da mit den Jugendlichen machen? Die einsperren? Für was? Also, es geht nicht auf. Ich finde es einfach, die Massnahmen stehen nicht im Verhältnis zu dem, was passiert ist. Und wenn ich so Tageszeitungen anschaue, dann ist das einfach quasi Krawallbrüder von St. Gallen. Ich habe das Gefühl, die wenigsten St. Galler sind heute dabei gewesen, dass da einige andere mitgeholfen haben. Und mein Vorschlag ist einfach, einmal die Augen richtig aufmachen und schauen, wer hat das Interesse daran, um da noch Ärger zu machen. Wem macht es Spass? Ich weiß auch nicht, es gibt immer wieder so, ja, wenn man schaut von früher da, dass es Hooligans sind, ein Fußballmatch oder 1. Mai-Krawall oder was auch immer. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es ungefähr über die gleichen Leute sind. Aber wie gesagt, schauen wir mal die Videos anschauen, was die Jungen so dazu sagen. Sie sind ein bisschen übermütig. Aber ich muss ehrlich sagen, auch anständig, freundlich und lustig und humorvoll. Ich bin jetzt ein bisschen die ältere Generation. Aber ich weiss, es sind coole Typen. Und ich wünsche allen zusammen in St. Gallen, dass das in Ordnung kommt. Danke, dass ihr da sind. In dem Fall viel Map vom Roten Platz in St. Gallen. Hallo, du bist gestern Abend da gewesen. Mal eine grundsätzliche Frage. Warum bist du gestern Abend hierher gekommen? Was ist der Grund? So. Also ich habe mit einem Kollegen eine Bab gemacht, der eben gesagt hat, er hat ein paar Kollegen hier in SG, die einfach gesagt haben, ja, komm mal einfach hier hin und saufen. Also einfach mal einfach einen schönen Abend zu machen, so etwa 5. 6. hoch. Und danach ist eben gesagt worden, ja, komm mal hier hin, halt so viele andere, weil halt gesagt wurde, da ist halt viel los, es ist alles chillig da. Was hat kommen. Dann sind wir halt da hergekommen und es war alles gut. Und danach ist eigentlich der Abend gut verlaufen. Wir sind halt viel rumgelaufen ein bisschen. Und dann hat langsam der Stress angefangen, so gegen die 10 rum. Und dann sind wir da vorne bei der Straße, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, also bei dem Mikro weiter vorne, hat es so langsam angefangen zum Stressen. Haben sie in den Tränengas geschmissen und dann haben wir halt erstmal weggehen, weil wir sind einfach dort hingegangen, um zu schauen, was los war, weil wir haben Lärm gehört, wir wollten schauen, was los ist. Und halt, wenn möglich, irgendwas machen oder so. Aber ja. Und danach sind wir halt weggegangen, halt, weil das Tränengas gewirkt hat. Und sind zum Kollegen halt erstmal das auswäschen und sind wieder zurückgekommen. Und sind zum Marktplatz gekommen und haben gesehen, dass der Grund geworden ist. Und nach
haben wir eigentlich hier so runterlaufen Richtung Bahnhof. Und dann hat mein Polizist gesagt, wir sollten zu ihm herkommen. Und dann hat er gesagt, nein, da geht es nicht um, wir müssen hier hinten durch, beim Migros dann hinten durch. Und danach ist einer von den Einsatzwegen gekommen, also mit Schild und so, und hat mir den ins Gesicht gerammt. Und danach habe ich ihm so gesagt, was mit ihm los war. Er hat gesagt, ja, wir müssen da jetzt verschwinden sofort. Und ich war total respektlos gewesen. Und das finde ich einfach nicht okay. So, wenn es ein Polizist normal kann sagen, und wir sind auch freundlich zu ihm angekommen und haben sogar noch die Hände oben gehabt, so dass wir nichts machen. Dass man so etwas macht, das finde ich einfach unrespektvoll und unverantwortlich von der Regierung. Ja. Wenn du kannst sagen, was muss sofort passieren, damit das aufhört, das Ganze, was würdest du machen? Was würdest du jetzt sagen? Es sollte eigentlich von beiden Seiten her eigentlich Ruhe geben, man sollte eigentlich den Stress eher absenken. Also absenken machen eigentlich immer jeder gut. Die Leute sind alkoholisiert, sie sind vielleicht leicht gestresster. Das ist halt die Influenz von Alkohol. Aber es wäre halt gleich noch möglich, weil es sind viele Leute rum, man kann es irgendwie auch normal klären. Und, aber ich finde, von der beiden Seite her, es ist irgendwie auch teilweise unrespektvoll gehandelt. Es ist egal, welche Seite zuerst gehandelt hat oder so. Ja. Hast du das Gefühl, das war bewusst eskalierend gewesen? Also jetzt, dass man einfach gesagt hat, wir lassen es eskalieren? Oder hast du das Gefühl gehabt, es war ein Selbstläufer gewesen, dass einfach eins hat das andere gegeben? Also es ist gesagt worden, man möchte einfach wieder mal etwas Kleines mal machen für einmal. Und halt, wenn sie kommen, dass wir uns halt einfach verteidigen, dass wir einfach den Grund halt stellen. Und also das ist so gesagt worden, das war etwa vor einer Woche gewesen dort, wo die Party eskaliert ist. Und dann auch alle am Marktplatz gegangen sind. Dort bin ich nicht dabei gewesen, ich bin erst gestern dabei gewesen. Und heute bin ich jetzt einfach gekommen, um einfach mal ein bisschen wieder zu schauen. Und wenn es eskaliert, möchte ich eigentlich lieber wieder gehen, weil das ist gestern wirklich ein bisschen zu viel geworden. Und ich habe es auch gesehen, wie Leute einfach verhaftet worden sind aus dem Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas damit zu tun haben, mit Delikt oder so etwas. Oder halt nochmal. Ja. Und Hast du, sag mal, Angst, um wieder herzukommen? So, wie sagen wir dem? Hast du das Gefühl, es könnte wieder etwas losgehen? Einfach so jetzt? Also ja, es kann immer etwas passieren. Ich werde auch schätzen, dass es heute Abend passiert. Aber für mich ist es nicht schlimm. Aber wenn ich ehrlich bin, Gummigeschoss abkriegen, das möchte ich nicht ungern. Oder halt, Trainingsgas ist schon angenehm. Aber ich bleibe jetzt erstmal noch ein bisschen da, mal schauen, wie es ist, und wenn es zu schlimm wird, dann gehe ich halt. Es ist so halt nach einem Maße, wie man halt lebt. So, gewisse Menschen möchten es ja weniger schlimm, gewisse halt. Ich habe noch jetzt hier erlebt, als, ich sage mal, gemütliche Truppe, die so zusammenhockt, einfach abchillt, oder? Wo wären ihr, wenn jetzt kein Lockdown wäre und Restaurant offen wären? Was würden ihr denn machen? Also wir wären dann in den Geschäften, also halt Bars oder so, Clubs, und dann halt einfach abwehren, halt wenn kein Corona wäre. Und halt, oder halt sonst, wenn es Sommer wäre, halt auch irgendwo draußen und halt schön halt einfach normal Abstand halten, weil man merkt halt, es ist halt gestern viel zu viele Leute aufeinander gekommen, es ist auch untereinander, hat es auch teilweise Stress gegeben kann. Und wieso hat es denn untereinander Stress gegeben? Also ich weiß jetzt nicht, aber einfach so durch die Alkoholinfluenz und wie sich halt die Leute verhalten gegeneinander, hat sich halt auch untereinander der Stress gebunden, anstatt nur als gegen die Polizei. Also es hat auch halt Schlägereien zum Beispiel zwischen kleineren Gruppen gegeben oder so, oder man hat sich gegenseitig auf den Boden geschmissen. Okay. Willst du noch etwas sagen? Nein, das ist alles. Alles. Gut, danke dir vielmals. Gell? Hallo miteinander, wir sind gestern Abend hier gewesen und haben mitgekriegt, was gelaufen ist. Ja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, wir sind gestern da gewesen. Ja, voll. Ja. Ich bin froh, wenn du mit mir Deutsch redest, weil den Rest verstehe ich nicht. Sorry. Grüezi. Dann grüezi. Grüezi wohl. Hallo. Salam. Also, das ist euer Treffpunkt normal. Treffen ihr euch da? Nein, Treffpunkt ist 47, 48. Ja, also manchmal ist der Treffpunkt da am Bahnhof. Dort läuft es irgendwie auch wild. Also das? Das ist jetzt euren Ernst. Nein, das ist so. Kennen Sie den Kacher nicht? Ich bin zu alt für das, sorry. Das ist ein Insider, alle Jungen verstehen das. Okay, in dem Fall lassen wir das mal so rein. Ja. Was ist gestern Abend passiert? Die sind ja alle hier auf dem Platz, gewesen, genau. Oder? Da war Krawall.
Ja, also. Zuerst war es einmal friedlich, oder? Ja, am Anfang war es friedlich und dann sind die Cops gekommen und dann eskaliert ein bisschen. Was ist denn passiert, wo die Cops gekommen sind? Da haben sich ein paar Jugendliche aufgeregt und dann sind wir auf denen draufgegangen. Also ich nicht, weil ich bin ganz ein Anständiger. Also ich nicht. Ich bin dann da geflüchtet und bin verhaftet worden. Weil ich Stromhaube hatte und vermummt war. Du bist nicht vermummt, du hast eine Maske an. Nein, also vorher hatte ich eine Sturmhaube und danach bin ich verhaftet worden. Man sieht mich auf dem Tagblatt. Okay. Oder im Blick. Stimmt das alles, was im Blick und im 20 Minuten und so gebracht worden ist? Ist das so gelaufen? Ich finde es nicht, weil es sind Jugendliche, die haben sich einfach nur aufgeregt, weil die Polizei da war. Das, was sie nicht verstehen, weil am Anfang war es friedlich. Und dann sind die Polizei gekommen und dann hat es Krawall gegeben. Ja, also Polizisten haben eigentlich auch sehr viel Stress gemacht und die haben auch, also die haben da Leute bewaffnet mit Tränengas und so. Ohne Grund. Ohne Grund, mit Gummischrot haben sie geschossen. Ich habe gesehen, wie die mit Schlagstöcken rumgelaufen sind, Zivilpolizisten. Ich habe gesehen, wie es Leute dagegen geschupft haben, Zivilpolizisten. Also da ist auch Gewalt von der Polizei aus gewesen, und nicht nur von den Jugendlichen. Gut, ich würde jetzt fragen, wer hat zuerst angefangen, sagst du die Polizei? Ja, genau. Oder? Wie hat denn das angefangen bei der Polizei? Ja, die sind da hergekommen. Wir haben wieder so Gruppen gebildet, wie vor einer Woche. Und sind da wieder, haben wieder die Leute wegdrängen. Dann bin ich da in der Nähe von der Kantonalbank gewesen, wie weg vom Roten Platz gerannt. Weil die mit Gummischrock geschossen haben und danach bin ich verhaftet worden. Und vom 8.45 Uhr bis etwa am 11.15 Uhr bin ich im Knast gewesen. Also die haben mich zuerst verhaftet und danach haben sie mich irgendwo eingesperrt. Wir haben sie nicht verhaftet, weil ich genug schnell war. Was haben ihr sonst noch so mitgekriegt, was da alles gelaufen ist? Ich meine, was haben ihr noch alles gesehen? In der Dings, in der, ich sage jetzt mal, Blick und 20 Minuten und so steht, ja. Das ist Krawallnacht. Ja, was genau ist Krawall? Krawall ist alles kaputt machen, was auf dem Weg steht. Habt ihr dort auch gesehen, jetzt, wo etwas kaputt gemacht hat? Ja, also genau. Ich habe gesehen, die Polizei hat mit Tränengas geworfen. Und dennoch sind halt die Jugendlichen oder Erwachsenen gekommen und haben halt Molotows geworfen oder Böller. Aber das war halt eigentlich nur eine Gegenreaktion auf das, was Polizisten gemacht haben. Das war wie ein Gegenangriff. Geht das auch friedlich gegenüber der Polizei? Nein, weil sie haben uns zuerst mit Waffen angegriffen. Also, ich meine, ein Land, wo verbombt wird, kann sich nicht mit Reden verteidigen. Die sind halt einfach verbombt worden. Die haben keine Chance gehabt. Und ich lasse mich nicht so gerne verbomben. Da bombe ich lieber zurück. Alles klar. Willst du auch noch etwas sagen? Ja, gerne darf ich das Mikrofon halten. 4-7 ist Gang! 4-7! Bitte schön. Folge mal auf Instagram samia.sg. Pau! Wie hast du den gestrigen Abend erlebt? Was ist passiert? Es war hure geil gewesen. Die haben einfach alle Sachen umgeworfen, dann schon immer wieder machen. Umgeworfen? Ja! Meinst du, sogar so eine Laterne da mitgenommen? Ja, meine Laterne geklaut. Von der Baustelle, so geil. Voll stolz auf mich. Das ist nicht, ja, das ist nicht. Und jetzt haben wir den Haie Disco, oder was machen wir mit dem? Wir haben sie wieder dort hin. Wieder zurück tun? Ja. Was haben wir kaputt gemacht? Also wir haben sie kaputt gemacht, aber wir haben sie wieder zurück tun. Okay. Wie haben ihr das gestern oben erlebt? Zu geil. Was ist passiert? Sachen randalieren, Polizei hat geschossen. Es ist sogar so ein Gummischrott, ich kann es Ihnen zeigen. Man, so eine, die haben so etwas da auf die Straße geschmissen. Halt. Also für uns Menschen. Und das ist dann schon... Tut weh. Tut schon, wir haben es nicht getroffen. Und dann haben sie Reizgas und ja, halt Augen sind... Augen sind vorher am Brennen gewesen, Alter. Ja. Und der ganze Mund ist so trocken gewesen. Was haben ihr denn gemacht, dass ihr Tränengas abgekriegt habt? Wir sind einfach dort umeinander. Ja, die haben sich so im Massendienst. Und wir haben umeinander geschrauen. Geschrauen? Ja, aber also, mehr habe ich nicht gemacht. Also ich meine, Bullen sind da einfach nichts, weil sie haben sich eigentlich auf den Boden drücken, aber anscheinend haben sie... Sie haben es nicht geschafft, sie sind ja einfach die Pussis, Alter. Ja. Ich meine, schauen sie dort mit 5 Hunden, einem Hund, also... Ja, es sind ja einfach mehr Bullen als Jugendliche, da reicht einfach du. Sie sind aber mehr Polizisten als wir Jugendliche insgesamt, aber ich kann nichts machen. Die Schweiz hat einfach keine Ahnung von
Polizeisache halt. Die haben so scheiß Schweiz, aber Drogenspür. Ich habe einfach nicht gegen Schweiz, aber die Polizei kann es nicht. Ich schwöre, Mann. Wo wären ihr, wenn jetzt ich Corona nicht wäre? Boah. Ich wäre New York, Alter. Ich wäre da mit 1000 Menschen. Was glaubst du, man wirst du nicht von da weggehen? Ich glaube gleich noch da am Platz. Ja, aber dann hast du nicht, dann hast du einfach ein Problem, dann hast du einfach schön chillig. Dann hast du keine Polizei da, vielleicht schon, wenn es eskaliert, aber es eskaliert der Viertel, weil, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach dann legal. Was haben sie denn gesagt? Haben sie zu wenig Abstand gehabt? Warum sind denn die gekommen? Ja, wohl, mein Alkohol dabei. Es ist halt geil mit mein Alkohol dabei und deshalb haben sie es gefickt. Ist da Alkohol? Darfst du nicht dabei haben? Wir sind alle 18. Wir sind 14 und da ist 15. Ja gut, aber ist verständlich, oder? Nein, ich meine, eigentlich fett nicht. Wir wollen alles einen Spass haben, Mann. Ja. Wir sind jung, wir müssen Level up. Ich meine... Ja, aber können wir es langsam verpassen? In 3 Jahren bin ich 18, was will ich denn? Ja, es ist jetzt so. Dann ist das Leben vorbei, oder was meinst du? Ja, aber Junge, das ist schon vorbei. Was soll ich sagen, dann bin ich eine Mumie, tot. Ja, ich meine, du kannst nicht mehr so geile Sachen machen, halt. Du musst immer arbeiten, du musst Steuern zahlen, alles. Ja. Du musst arbeiten, zahlen. Wir wollen ja eigentlich auch noch unser Leben leben, solange wir neujugendlich sind. Corona ist einfach komplett richtig. Es hat so fett reingefetzt, wenn es richtig so aufgeht. Bei mir steht jetzt ein Tag, bei mir steht einfach aufstehen, Schule, Hause. Schlafen, das nächste Tag wieder das Gleiche. Ich schwöre, ja, es nervt. Ja, es nervt. Es ist so nötig. Man kann nichts machen. Dann verrecke ich halt mit Corona. Es juckt mich nicht. Ich meine, irgendwann verrecke ich so oder so. Ich schwöre. Habt ihr auch gehört von diesen Protesten und so, die es gegeben hat in Wohlen, Kur, Liestal und überall, so? Überall, natürlich. Und wir gehen sogar persönlich nein, da gewesen. Nein, nur da. Nur da bin ich gewesen. Warum gehen wir nicht einmal? Jeder Mensch zählt. Ich bleibe da in St. Gallen wegen St. Gallen ist Szene, Mann. Ja, bin ja da. Schauen Sie, dort sind ein paar Leute. Da wird immer mehr. Warum nicht? Ja. Habt ihr noch etwas dazu sagen? Ja, voll. Ist in dem mal eine Frage, ist in dem Jahr auch etwas Gutes passiert? In dem Jahr? Ja. Nein, letztes Jahr nicht. Doch, nicht. Gestern. Ja, ja, gestern. Wir sind jetzt Undercover Cops, aber man merkt schon. Ich meine, anstatt ihr das Auto so machen, dass man es nicht erkennt, man erkennt es, man ist einfach hohl. Du bist ein bisschen weg vom Bild, ja. Oh, kann ich noch was sagen? Ja, sicher. Folge mir auf Insta, Lamia, unterstrich 0700. Bei mir auch noch bitte, warte einen Moment. Nicht folgen. Aber weißt du nicht, wie du heißt? Nein, ich muss schauen. Also, Bodenstrich 1312, Bodenstrich SG. Heiße auf Insta. Also, falls ihr das nicht gehört, nicht verstanden, dann einfach zurückspulen. Nochmal. Also, Instagram. Warte, SG. Warte, bis mir ruhig. Also, ja, heb den Fresse, Mann. Der Name von mir auf Insta ist Bodenstrich 1312 Bodenstrich SG. Und meine ist LAMYA_07_. Alter, Mann. Okay. Guten Abend. Wie heißt Ihr Kanal von Ihnen? WD Kur. WD Kur. WD Kur. Danke. Sag meine Mutter, Mann. Kur, WD Kur. Ciao, Minand. Ja, so wie man aus diesem Gespräch rausgehört, gibt es Übermut, Frust, Perspektivlosigkeit. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man mal über die Bücher gehen würde, ob die Jugendlichen nicht irgendwie auch eine Möglichkeit hätten, um einfach gescheit zu Hause zu lassen, dass man das nicht so eskalieren lassen. Ich denke mir mal, jeder von uns war schon mal jung. Okay, nicht alle haben gerade so getan, aber was soll's? Das Wichtigste ist doch, dass man so ein bisschen Freiheit hat und ich glaube auch ein Recht, um mal miteinander zu Hause zu lassen. Also muss nicht immer alles okay sein, was man macht. Aber jeder darf daraus seine Lehre ziehen, wenn man etwas halt mal schief, wenn mal etwas schief läuft. Ich finde es einfach ein bisschen verrückt, dass man eine ganze Generation so, ich sage mal, als Lebensjahr nimmt. Das ist wahnsinnig, weil wer kann das von sich behaupten, dass er von 15 bis 16 oder 16 bis 17 ein Jahr lang müssen daheim bleiben, so lange hat man noch nie einen Hausarrest gekriegt, oder? Und dass man irgendwann mal einen Lagerkoller kriegt, das ist verständlich, oder? Ob jetzt das ein Lagerkoller ist, dass man so in den Ausgang geht und sich Frust draussen trifft, oder Frust oder was auch immer, das spielt nicht so eine Rolle. Es geht eher darum, dass man da mal anfängt zu verstehen, sich in die Jugendlichen hineinversetzt. Ich meine, was haben sie noch außer ihre Kollegen? Und in dem Alter hat man auch noch zu viel Energie. Die muss auch noch irgendwo weg, also bitte.
In dem Fall, ich hoffe, dass nicht nur in St. Gallen, sondern dass überall in der Schweiz einmal an die Jungen gedacht werden wird, weil es kann doch nicht sein, dass man jetzt immer die ganze Zeit daheim muss sein. Darum, ein kleiner Appell an die Bundesräte, machen etwas für die Jugend. Weil das geht auf die Zeit draussen nicht gut. Das ist absehbar. Nur mit ein bisschen schauen, weiss man schon. Das funktioniert nicht. Okay, in dem Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte ein Abo und ein Like da, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen ankurbeln. In dem Fall danke ich euch vielmals und wünsche einen schönen Abend. Demnächst wieder in St. Gallen. Tschüss.